Hier sind wir also bereit für das letzte Rennen in diesem Jahr. Eine Saison voller Siege, Kontroversen und Rivalitäten liegt hinter uns. Und es bleibt nur noch eine Herausforderung hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf einer Strecke, die im Jahr 2009 ihr spektakuläres Debüt gegeben hat. Wir kommen also zum großen Preis von Abu Dhabi. Hier auf dem Yas Marina Circuit kriegen es die Fahrer mit 10 Rechts- und 11 Linkskurven in einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometer zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmanöver, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht. Und wir können uns auf durchschnittliche Rundengeschwindigkeiten von knapp 200 km/h einstellen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Ocon, Nico Hülkenberg und Bottas. Richter, Sainz Junior, Verstappen und Sergio Perez. Alonso, Leclerc, Sergei Sirotkin und Stroll. Gasly, Grosjean, Brandon Hartley und Stoffel van Dorn. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Eriksson und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Boah, Katastrophe, Platz 7 nur. Okay, let's finish the season with a strong effort. Wir müssen so weit wie möglich nach vorne, die Ferrari da vorne zu knacken. Die stehen, glaube ich, beide auf der 1 und auf der 1 und 2, ne? Boah, das wäre natürlich nachher. Das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn die wirklich den Titel jetzt noch holen. Wir müssen hier gucken, dass wir Minimum 20 unsere 21 WM-Punkte holen. Ende. Mehr ist das nicht. Wir müssen heute irgendwas reißen. Gucken. Irgendwie was kriegen. Naja, gucken wir mal, wie das Rennen läuft. Gehen wir rein. Und damit dann herzlich willkommen zum letzten Mal zu F1 2018. Ja, Vettel auf 1 und Räikkönen auf 2. Das ist natürlich das suboptimalste, was hätte passieren können. Und kein Verstappen nur vorne. Uns würde natürlich der Ausfall einer der beiden Ferrari helfen. Oh Gott, das wäre natürlich Katastrophe. Platz 7 dürfen starten. Also das war nichts, was wir erwartet hatten. Ja, vorne Hamilton, dann Ocon, also ich bin auf 3, Ocon auf 4. Na super, jetzt krieg ich natürlich das Auto noch auf die Startstellung stellen. Ja, es geht nicht gut. Es definitiv nicht. Plätze 7 und 9, um den WM-Titel klar zu machen. Ferrari hat alles in der Hand heute. Definitiv. Ferrari hat heute alles in der eigenen Hand. Sie haben die Plätze 1 und 2 und wir als größte Konkurrenten auf den Plätzen 7 und 9. Wir dürfen und müssen arbeiten. Sollte ich jetzt warten, bis alles andere noch in die Dings fährt? Wir müssen auf jeden Fall mit beiden Autos springen. Wir müssen auf jeden Fall ein Auto, wenn die Doppelsekunde, müssen wir ein Auto definitiv aufs Podium bringen. Und dann zweiten werden wir so weit vorne wie möglich. Aber die Anfahrt muss ein Ferrari rausfallen da vorne. Dann haben wir wieder komplett alles in der eigenen Hand. Der Start ist erfolgt. Großer Preis von Abu Dhabi. Und da rückt der Sainz schon dazwischen.
Ja, geil. Oh Mann, weil der Perez sich da noch reingemogelt hat. Hab ich den Flügel jetzt kaputt gekriegt? Nö, bitte. Wir müssen arbeiten heute. Und zwar richtig arbeiten. Angriff gegen Carlos Sainz. Den. Der pusht mich aber ein bisschen. Pusht mich. Aber den habe ich. Siebter Platz wieder zurückgeholt. Wir müssen richtig arbeiten. Wir müssen auf jeden Fall weit, weit nach vorne heute. Schaffen wir es heute. 14 Runden, dann wissen wir es. Schafft Red Bull heute den Konstrukteurstitel noch. 23 Punkte haben sie im Vorsprung. Momentan das Auto auf der 7. Würde also Stand jetzt definitiv nicht reichen. Dafür sind viel zu viele Autos noch dazwischen. Diese Gridstrafe hat natürlich extrem hart gemacht. Ich muss ja richtig rein. Ich muss da jetzt vorne auf jeden Fall vorbei an Valtteri Bottas. Wir brauchen unsere Minimum 21 WM-Punkte. Das kann nicht mit Platz 7 momentan abgeschlossen werden. Angriff, letzte Kurve, Bottas. Der holt mich wieder, ey. Das kann... Fight vorbei an Bottas, jawohl. Nächstes Nico Hülkenberg. Hülkenberg, Hamilton, per Ocon davor. Die drei müssen auf jeden Fall kassiert werden im Laufe des Rennens. Gut, dass der Verstappen ist zwar jetzt hinter mir. Der hängt momentan auf 7, auf 9. Wären 2 Wärmepunkte. Aber wir müssen auf jeden Fall da vorne ran. Das ist alles andere als geht. Alles andere ist inakzeptabel. Ansonsten kannst du es hier knicken. Wenn natürlich jetzt der Ocon sich den Vettel davor packen würde. Dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Also wie dann ein Ferrari könnte, wenn ein Ferrari rausfliegt. Das spannende letzte Saisonrennen. Der erste vorne ist weg. Das ist das klar. Also müssen wir dranbleiben auf jeden Fall, damit wir davor da irgendwie was reißen können. Jawohl! Hülkenberg macht den Platz und das ist das Ergebnis. Und dann Fünfter. Würde aber auch nicht reichen. 10 Punkte hätten wir momentan. Und Ferrari würde 43 holen. Jetzt wären sie 10 Punkte vor. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir DRS haben. Also wie gesagt, im Idealfall, wenn wir jetzt weiter, dann kann der Ferrari da vorne machen, was er will. Was würde man? Würde ab Platz 2 reichen. Dann hätten wir 18 Punkte plus die 2 vom Verstappen mit auf genau 20. Nö, würde wahrscheinlich nicht reichen, wenn der Vettel gewinnt. Wenn wir 43 vor, dann ja, würde reichen. Also, Zweiter sollte man werden. Dann kann Ferrari strecken, wie sie sich wollen und das Ding ist gegessen. Also, wie gesagt, an allen drei Autos vorne müssen wir noch vorbei. An allen drei Autos müssen wir da vorne noch vorbeigehen. Hamilton, Angriff und von Ocon gegen Kimi Räikkönen. Kollision, oder? Ich glaube, es gab eine Kollision von Kimi Räikkönen mit Ocon. Für Red Bull wäre das natürlich das idealste Ergebnis. Die drei fighten sich da vorne, kommen da überhaupt nicht zurecht. Kommt der Red Bull mit dem Angriff gleich? Nee, noch nicht. Also ich werde jetzt ein bisschen warten, wenn wir das Ding jetzt mal ein bisschen... Also nicht angucken, aber ich will der Situation dann... Ist der Vettel egal? Ist der Vettel ist egal mir da vorne. Der ist mir herzlich egal. Eigentlich geht's gegen Räikkönen, der momentan auf 3 liegen würde. Ja, der leichte Berührer gegen Lewis Hamilton. Ein leichter Anditscher, aber das ist gerade egal. Wie gesagt, der hängt hinter mir ist noch Nico Hülkenberg. Aber das ist den sollte man auch nicht aus Acht lassen. So rum ist es richtig. Angriff gegen, genau wie gegen Bottas, gleiche Stelle wie gegen Hamilton. Diesmal funktioniert es besser. Platz 4.
seconds. So, wir müssen gleich wieder... Ich muss es gleich rechnen, wenn ich jetzt am Regen vorbei bin. Jetzt habe ich ihn. Vorbei, Kimi Räikkönen. So, Vettel erster, wir dritter momentan. Und Verstappen auf. Oh, der Räikkönen. Ne, es ist Lewis Hamilton. Oh, das wird eine spannende Rechnung werden. Hamilton möchte da gerne vorbei. Kann er knicken? Da muss ich mich schließlich wehren. Er hat jetzt noch einen Versuch. Weiß mich da jetzt gerade ein bisschen wieder fest, dass ich da gegen den Hamilton wegkomme. Vettel kann noch irgendwann gewinnen, das ist mir herzlich egal. So, 10 Runden haben wir noch, liebe Leute. So, ich rechne mal gerade, jetzt muss ich es gerade ausrechnen. Also wir sind, Vettel ist erster. Oh, Alter. Moment, das ist jetzt gerade schwierig auszurechnen. Vettel ist erster und 25 wäre ein Punkt. Der mit, der Kimi hängt hinter dem Bottas, glaube ich, sogar noch zurück. Also, Moment. Verdenker 4, 5, 6 auf 7. Würde momentan seine 6 WM-Punkte kriegen. Wir holen mit unserem momentan dritten Platz 15. Würden also auf 32 weggehen. 34. Würde, glaube ich, reichen sogar momentan. Momentan reicht das, glaube ich, sogar. Knapp. Aber das müssen wir jetzt... Wir müssen natürlich noch ein bisschen was arbeiten. Klar, erstmal müssen wir natürlich jetzt mal gucken, dass wir vielleicht an Ocon vorbeigehen. Am besten ja, im Jahr vor dem Boxenstopp. Weg von Hamilton und raus weg von Ocon. Gut, dass der Räikkönen weit, weit zurückgefallen ist. Der Vettel ist mir egal. Wenn man es wollte, wenn es kann, das Ding ist das irgendwie eh gegessen. So viele Punkte können die gar nicht machen. Um uns... Wieder 20 Punkte brauchen wir. Die hätten wir momentan auch, glaube ich. So. Gut, jetzt wieder dran in Ocon, also bis auf da bin ich jetzt ein bisschen im Windschatten. Box this lap, please. Und das hat von 7 auf die 3 gefahren. Könnte ich jetzt. Na, das ist doch zu früh. Ist zu früh. Der Ocon. Ja, der wehrt sich momentan mit P2. Na, ich bleib noch die Runde. Ich bleib da jetzt dran noch. Mir ist das gerade zu heiß sonst. Da jetzt zu verlieren irgendwas. Ich will den nämlich vor dem Boxenstopp kassieren. Aber den hätte ich noch auf der Strecke. Man musste nicht nach dem Boxenstopp kassieren. Damit frischen Reifen versuchen, vielleicht den zweiten Platz zuzumachen und das würde mir reichen. Oh, Alter. So, jetzt. Angriff vielleicht außen. Ne, ich wäre mal gut rausgekommen aus der Kurve. Ich wäre mal richtig gut rausgekommen gerade. Ich bin dran an Ocon. Der kann jetzt wahrscheinlich nicht viel machen. Ja, probiert es mit dem Push. Geht mich, um mich nach außen wegzudrücken. Und dann haben wir einen. Platz 2. Würde heißen, 18 wären Punkte momentan und damit der Verstappen unter den Top 9 liegt, müsste das eigentlich reichen. So, Ocon probiert es mit einer anderen Variante. Aber ich konnte nur eine Kurve später vorbei wieder an Esteban Ocon. Jawohl. So, Vettel führt. Wir sind momentan von 7 auf 2 durchgestartet. Und das war wichtig. Das war richtig wichtig, dass wir das Ding schon geschafft haben. So, im Jahr fahren wir uns ein bisschen weg. Jetzt kann es mir herzlich egal sein, weil, wie gesagt, jetzt könnte Räikkönen auf 3 liegen und es würde trotzdem reichen für uns. Puh. Gleich Halbzeit. So, jetzt den Stop vorziehen, bloß kein Flügelschaden und dann gib ihm. Oh, wir kommen nicht noch auf der Straße.
Vettel ist klar. Ja, es ist aber jetzt nicht egal gerade. Wir sind Zweiter momentan. Virtuell Platz 2. Es wäre jetzt nicht egal, gerade gegen. Ich ziehe jetzt gerade nicht zurück gegen irgendwen. Dann wieder auf 7 zurückgefallen, also unseren Startplatz. Aber wie gesagt, alles mit der Vettel davor ist schon auf unserem. War noch nicht auf Stop, war noch nicht im Stop. Aber fast alles wird Hypersoft davor. Schade, dass der Kimi nicht auch, Vettel nicht auch mit in diese Lücke reingeraten ist. Der hat eine schön freie Bahn da vorne und ich muss mich jetzt vielleicht alles an diesen drei Leuten da vorbei kämpfen. Die Frage ist, wie weit sehe ich gegen Ocon? Ob der mich kriegt. Wir müssen richtig arbeiten mit dem Auto heute. Wir müssen richtig, richtig arbeiten. Jetzt ist der zweite Ferrari auch in der Box. Und Ocon. Jetzt zählt es. Jetzt geht nämlich die ganze Ecke noch in die Box. Den Ferrari hätten wir schon mal und ich glaube, Ocon kriegen wir auch noch. Sind nämlich beide schon auf der Strecke wieder. So, zweiter, würde reichen, wie gesagt. Die war wahrscheinlich wieder die richtige Entscheidung, noch eine Runde länger draußen zu bleiben. So können wir nicht weg von Ocon. Oh, ein Auto, das raus ist. Das ist Kimi sein. Ist es aber nicht. Oh, Ocon. Na, für ihn ist es natürlich bitter, der hätte nämlich gerne nochmal einen guten Podiumsplatz holen können, aber soll gut sein für uns, weil Verstappen dadurch wieder einen Platz nach vorne rutscht. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie es aussieht. So, 6 Ründchen haben wir noch. Wir müssen natürlich versuchen, nochmal ranzukommen. Schaffen wir es vielleicht sogar gegen Sebastian Vettel nochmal was zu reißen. Und hier doch noch mit dem Sieg nach Hause zu fahren. Aber wie gesagt, der Vorsprung ist momentan bei 5,6 Sekunden. Also, ja gut, es sind noch 6 Runden. Wenn wir jetzt natürlich wieder ordentlichen Vorsprung aufholen. Mal gucken, wie es nach der Runde aussieht. Wir wären natürlich ein Ferrari idealfall lieber gewesen. Aktuell hätten wir 18 Punkte. Wir. Aber wie gesagt, dadurch, dass Kimi auf dass wir Zweiter sind, haben wir eigentlich damit den Joker gewonnen. Und wir haben eine neue Bestzeit. Bestzeit, erster Sektor, 4,4 nur noch, liebe Leute. 1-2 haben wir aufgeholt. Also wie gesagt, das Thema Sieg ist noch nicht abgeschlossen. Und was wäre Schöneres, wenn wir nochmal einen Saisonabschluss mit einem Sieg beenden würden, oder beziehungsweise ein Rennen mit einem Sieg beenden würden und den kurzen Kurs-Titel hier auch feiern würden. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Fünf Ründchen nochmal noch, liebe Leute. 5 Runden noch. Nach dem Ergebnis gestern in der Qualifikation sah das überhaupt nicht danach aus. Platz 7. Der Schock eigentlich tatsächlich. Warte mal, ey, man ist Zweiter, dann wäre man voll drin gewesen. Nein, auf einmal mit der 5+5 Grid-Strafe. Ich weiß doch gar nicht warum. Ich weiß nicht, ob noch ein Crash war oder so, keine Ahnung. Ah, ich glaube, da war doch der Crash mit Hamilton im Training irgendwo. Na gut. Aber dann auf einmal das Rennen, das auf die Aufholjagd.
Und die würde momentan reichen, um hier den Titel zu ziehen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal vielleicht noch dran an Vettel. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Nochmal besser. Ja, natürlich, klar. Die machen ja auch keinen. Komm, kriegen wir noch. In den nächsten 4 Runden vielleicht. Ah, wieder ein Rutscher vom Red Bull. Das könnte Vettel ein bisschen durchatmen lassen. 8 Sekunden. Ja, natürlich. Ich muss ja was noch riskieren. Was kriegen wir dann noch dafür? Na, ne, mein Gott. Das wäre natürlich nochmal ein Prestige-Erfolg. Das wäre nochmal ein mega Prestige-Erfolg, wenn wir das Ding wirklich hier noch holen würden. Es sah lange nicht aus, bis im Boxenstopp. Und danach kam der Red Bull auf einmal. Wieder ein Quersteher, wieder ein leichter Quersteher diesmal. Aber der Ferrari nochmal Reserven, kann er nochmal nachlegen. Entschuldigung. Kann der Vettel noch mal irgendwie mit seinem Reserven doch noch mal haushalten? Kriegt er uns? Kann er noch mal sich verteidigen? Oder schlägt der Red Bull hier tatsächlich zurück und holt sich das Ding noch? Ja, das ist mir gerade herzlich egal, wie groß der Abstand nach hinten ist. Wichtig ist, dass der schon kürzer, vorne nach vorne weniger wird. 1,2 nur noch, kriegen wir noch. Hier ist die DRS-Linie. Damit haben wir sogar jetzt auch schon DRS gegen den Vettel. Und vielleicht in der nächsten Kurve zu kriegen, in der nächsten Runde zu kriegen, Entschuldigung. Hier nochmal ran und dann in der nächsten Kurve. Ne, wir haben kein DRS. Hat tatsächlich nochmal Glück gehabt. Er konnte sich nochmal eine Runde retten. Mal sich retten können, aber ich glaube, das zählte dann noch der ersten DRS-Zone. Also ein bisschen atmen kann er noch, der Vettel. Ein bisschen durchatmen kann er noch. Wir sind natürlich voll dabei jetzt gerade. Noch 3 Runden. Der Vorsprung sah lange sehr komfortabel aus für Vettel. Da war überhaupt nicht in den Sieg zu denken. Aber mittlerweile sieht es wieder deutlich besser aus. Mit den Ultras funktioniert der Red Bull auf einmal wieder. Na, wann kommt der Angriff? Er zeigt sich immer noch im Rückspiegel. Er möchte natürlich wahrscheinlich gerade... Versuchen wir mal auf der DS-Zone. Na, hier ist es noch zu früh. Ich probiere es natürlich gleich wieder, der ist. Und jetzt hält mich der Vettel ein bisschen auf. Weil er überhaupt nicht mitkommt mit dem Tempo. Weil jetzt hätten wir der ist, glaube ich. Ähnlich wie bei Ocon. Besser aus der Kurve rauskommen. Jetzt kommen wir mit dem Fetten. Der ist wahrscheinlich. Ferrari angreift gleich auf die Führung. Führungswechsel. In Runde 12. Ja, jetzt hat der Vettel DRS, das kann man natürlich nochmal versuchen zu kontern. Aber dafür ist sie gerade ein bisschen zu kurz, um es nochmal zu riskieren. So, jetzt bleibt er noch dran. Hoffen, er ist ein bisschen... das ist natürlich nicht ideal. Es gab auf jeden Fall eine Berührung, ja, da habe ich einen dicken Fehler eingebaut.
Ich hatte aber Glück, dass er mit dem Flügel zu kämpfen hat. Und wir können ihn natürlich wegziehen. Da ist gelb. Da steht der zweite Versinn. Ich glaube, das könnte Perez jetzt sein. Ne, Vettel da draußen. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr die Schützenhilfe von Max. Es sind nämlich nur noch eine Runde und der Rest von dieser. Reicht es für den Red Bull? Packt er sich die tatsächlich hier? Er zieht weg von Vettel. Aber er darf keinen Fehler mehr erlauben. Das ist es halt mal. Es kann immer noch alles so schnell passieren. Das Rennen kann noch nicht ganz vorbei sein. Aber hier mit dem Sieg nochmal was abzuschließen. Es sind nämlich nur noch eine Runde. Die vorletzte Runde, liebe Zuschauer, bei F1 2018. Sieht momentan so aus, dass wir den Konstrukteurs-WM-Titel von Platz 7 und 9 gestartet, sah überhaupt nicht gut aus, Ferrari von 1 und 2 nach Hause bringen. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit. Es ist noch ein bisschen. Da ist ein Auto langsam. 2,2 der Abstand auf Vettel. So, das. Ja, da muss irgendwo was sein. Da ist ein Auto auf jeden Fall langsam. Das sieht noch. Ja, Ocon ist leider raus. Perez scheint so zu sein. Ich habe einen guten Start gehabt oder einen guten Swing gehabt, obwohl der ist sehr langsam. Ne? Da ist die gelbe Flagge. Perez ist vorbei. Oder wir sind vorbei. Und der Vettel bleibt ein bisschen dahinter. Also verlieren wir noch ein bisschen jetzt. Und Perez fährt weiter mit dem Auto. Der kann wahrscheinlich nicht mehr viel machen. So, letzte Runde, liebe Leute. Letzte Runde. Packt das! Es sah lange nicht so gut aus. Es sah lange nicht gut aus. Und auf einmal wurde es dann besser. Wir waren eigentlich relativ schnell auf P3. Dran an Ocon, der war ja damals zu dem Zeitpunkt Zweiter. Dann der Wechsel kurz mit der Mitte des Rennens auf die Ultras und danach funktioniert das Auto. Und dann haben wir die Zeiten gefahren, die wir brauchten. So, jetzt leveren wir nochmal ein bisschen Sprit dazu. Die schnellste Runde haben wir ja. Und dann war's das, liebe Leute. Die letzten Kurven einer. Bis zum Ende. Zumindest was um die Konstrukteurs-WM-Titel. Beim Kampf um den Konstrukteurs-Titel. Es wurde spannend bis zum letzten Rennen. Aber zu der Zeitpunkt, wo wir dann auch immer noch zwei fuhren, war das Thema gegessen. Yes! Müsste reichen. Ja, bis. Yes! Wir haben es tatsächlich geholt. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Ja, klar, aber muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat.
Dichter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richter. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Wir haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Die ersten drei Rennen mit Mercedes gewonnen und danach zu Red Bull gewechselt und da ist der Ding nur nach Hause gefahren. Es war spannend, wie gesagt. Es bleibt am Ende bei diesen 23 Punkten, die wir auch vor dem Rennen hatten. Weil beide Fahrer die gleichen, beide Teams, die gleiche Punktzahl geholt haben. Warte mal. 18 und wir haben 26, da müsste Räikkönen 8 Punkte. Ja, beide holen 26 leeren Punkte und damit reicht das Ding. Räikkönen von 2 auf 8, von 2 auf 6 noch gefallen. Sainz auf 5. Hält man ihn nur auf 7. Aber wie gesagt, das ist herzlich egal. Max hat es am Ende von 9 auf 12 von 10 auf 9 zurückgefallen. Aber wir haben es geschafft von 7 auf 1 und damit den WM-Titel klar gemacht. Jawohl. Yes! Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Einfach nur spektakulär und geil. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ja. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Jo. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Das hat heute alles soweit gepasst. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So. Klasse, das war dann alles. Ja, das war die Karriere in F1 2018. In gut 2 Wochen geht's weiter, also in 12 Tagen. Dann geht's weiter mit dem Auftakt aus Australien in F1 2019. Und jetzt heißt es erstmal, ja, feiern. Jetzt heißt es erstmal feiern. Ja, die Gitschwaffe hat es ein bisschen fast versaut, wenn ich ehrlich bin. Du hast ja Konstrukteurs-WM gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Ja, jetzt sind wir uns hoffentlich für 90 durchziehen. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. So, wir gehen zum Arbeitsplatz. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. So, wir wechseln. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Von hier aus können wir das Team ändern, mit dem wir verhandeln. Ja, Williams. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Okay, alle scheinen soweit zufrieden zu sein. Der Vertrag steht. Ich hoffe, du bist bereit, ab dem nächsten Rennwochenende ganz offiziell für dein neues Team zu fahren. Ja, und wir gehen in die nächste Saison. Ich verabschiede mich hier bei F1 2018. Wir sehen uns quasi dann mit dem Auftrag aus Australien wieder. Und da wollen wir mit dem Williams da wieder hin, wo das Team eigentlich hingehört, nämlich ganz an die Spitze. Ob wir das wirklich schaffen? Was abzuwarten? Es wird wahrscheinlich sehr viel Entwicklungsarbeit sein. Das Auto wird wahrscheinlich am Anfang wie eine Krücke sein. Also noch nicht wirklich zum Gewinnen. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Ja, wie sieht denn überhaupt aus mit den Teams hier diese Saison auf jeden Fall? Wir haben die letzten 5 Rennen doch noch gewonnen. Borussia hätten wir auch gewonnen, wenn wir nicht die Gridstrafe bekommen, hätte von 20 vor 4 noch gefahren werden. Also ab Österreich bis auf das Ausland aus Russland, da gab es nur noch Siege für uns. Und das hat uns den Weg zum WM-Titel
bereitet. Ja, das war's mit F1 2018. Wir sehen uns am übernächsten Freitag wieder mit F1 2019 und dem Rennstart aus Australien. Bis dann und tschüss.